say niggas is hard headed cause we love to trip. Equipped with games or we bang with this thug and shit. I see you tryna hide hoping that nobody don't notice. You must always remember you're still a member of the hood. To see your black light, these are your snap light. Me when these devils try to plot, trap our young. 7. September 1996. Tupac Shakur ist um 23.17 Uhr von den Kugeln aus dem weißen Cadillac getroffen worden. Darunter ein Lungendurchschuss. Ein Notarztwagen trifft bei dem liegen gebliebenen Auto ein und bringt den Rapper zum University Medical Center, wo zwei Notoperationen eingeleitet werden. Um die innere Blutung zu stoppen, wird der rechte Lungenflügel entfernt. Anschließend versetzen ihn die Ärzte in ein künstliches Koma, aus dem er nie wieder erwachen wird. Wir heulten und weinten und waren völlig außer uns. Und mir ging ständig durch den Kopf, dass wir dasselbe doch gerade erst in New York durchgemacht haben. Ich sah Jamala, die nach der Nacht ziemlich mitgenommen war. Und dann ging es los. Ständig kamen neue Leute herein. Und ich glaube, er war keine einzige Sekunde lang allein. There was never a time where somebody wasn't there with him. When I went in, he was. Als ich hereinkam, lag er bereits im künstlichen Koma. Aber mir ist nie der Gedanke gekommen, dass er sterben könnte. Never. Nie. Kein einziges Mal habe ich das gedacht. I think he was actually gonna die. Als ich Tupac in seinem Krankenhausbett sah, mit all den Schläuchen, an die er angeschlossen war, da wurde mir klar, jetzt wird er um sein Leben kämpfen müssen. 6 Tage liegt Tupac im Koma. Die ganze Familie ist um sein Bett versammelt und hält Wache. Rund um die Uhr. Sie wollen das Unabwendbare nicht wahrhaben. Wir hatten alle dieses Bild von Park, als wäre er einfach unzerstörbar. Als er das zweite Mal angeschossen wurde in Las Vegas, haben wir zuerst nur gesagt, hey, das ist doch Park, Alter. Doch am 13. September 1996 endet Tupacs kurzes, aber umso bewegteres Leben. Er ist nur 25 Jahre alt geworden und lässt nach seinem Tod viele in tiefer Verstörung zurück. Jemand wie er wird auf offener Straße erschossen? Was ist nur los mit Amerika? Selbst wenn du groß rauskommst, außer Gefahr bist du nie. Auch die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig. Die Polizei stößt in ihren Ermittlungen schnell an eine Mauer des Schweigens. Dafür kursieren die wildesten Gerüchte. Einige schwören auf einen Racheakt der Crips wegen der Prügel für Orlando Anderson im MGM Grand. Für andere war der Hintermann Tupacs Rivale Biggie Smalls, der 6 Monate später selbst ermordet wird. Eine dritte Theorie sieht als Drahtzieher Shug Knight, der wusste, dass Tupac sein Label Death Row verlassen wollte. Die genaue Wahrheit weiß keiner. Dafür wissen in Los Angeles viele sofort nur allzu genau, was sie jetzt wollen. Vergeltung für Tupac. In den 10 Tagen nach seinem Tod kommt es zu 12 Schießereien zwischen Bloods und Crips mit insgesamt 3 Toten und 22 Festnahmen. Dem Geschäft schadete Tupacs Tod dagegen nicht. Im Gegenteil. 2006 hat er mittlerweile über 75 Millionen Tonträger verkauft und ist damit laut Guinness Buch der Rekorde der erfolgreichste Hip-Hop-Musiker aller Zeiten. They lost a great man. Ein großer Mann ist von uns gegangen. Ein Aktivist, ein Poet, ein Rapper, einer von uns, ein Freund. Er war einer der Großen. Ja, das war er. Er war nicht perfekt, weder als Mensch, noch als Rapper, noch als Popstar. Und ich glaube, gerade deswegen mochten die Leute ihn umso mehr. Sein Humor, Mann. Der Typ war einfach lustig. Es ging nicht immer nur darum, wer der härteste oder der größte Draufgänger ist. Wir haben viel mehr gelacht, als diesen ganzen Gangsterscheiß abgezogen. Seine Mutter Afeni verwaltet mittlerweile sein Erbe.
1997 wurde die Tupac Amaru Shakur Foundation gegründet, die kreativ begabte Schüler fördert. Und noch im selben Jahr bot die University of California in Berkeley ein Seminar an mit dem Titel The Poetry and History of Tupac Shakur. Ich spreche immer noch ständig mit ihm, weil mir wichtig ist, was er darüber denkt, was wir hier tun. Und ich glaube auch, dass er mich hört. Der Mörder von Tupac Shakur konnte bis zum heutigen Tag nicht überführt werden. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga.